Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel HBW Balingen-Waldstätten gegen den TSV Dormagen. Die Partie endete 27-24. In der Halbzeit stand es 16-15. Wir begrüßen unseren Gasttrainer Matti Flor, unseren ehemaligen Co-Trainer. Herzlich willkommen. Und unseren Cheftrainer Jens Birkle. Matti, herzlich willkommen in deiner alten Wirkungsstätte. Schön, dass du mal wieder da bist. Dir gilt das erste Wort. Was ist dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal ist es natürlich schön, wieder hierher zu kommen. Und ich gratuliere natürlich als allererstes Jens zu einem zum Saisonsieg gegen uns. Fazit zum Spiel. Ich denke, es war bis zu 15:11 sah es so aus, als könnte HBW davonziehen. Aber Mannschaft hat sich toll zurückgekämpft, hat sich in das Spiel reingefightet. Und deswegen bin ich da sehr stolz. Eigentlich bin ich stolz auf die Leistung über 60 Minuten, aber es ist natürlich in den letzten 3 Minuten stellen wir uns einfach nicht clever an. Und das ist das, was natürlich jetzt so ein bisschen wehmütig mitschwingt. Allerdings, was wir jetzt gerade in den letzten Minuten, in der letzten Viertelstunde an Abwehrarbeit geleistet haben, wie oft wir es geschafft haben, ein HBW in Zeitspielsituationen zu bringen. Das war schon beeindruckend. Habe ich bis jetzt von den anderen Mannschaften nicht gesehen, dass sie das geschafft haben. Und das ist manchmal so, wenn man so diesen Lauf hat, knappe Spiele zu gewinnen, dann hat man irgendwie auch diese Selbstsicherheit. Wir kennen es ja noch andersrum, Jens. Wir müssen gucken, dass wir diesen Lauf brechen, dass wir weiter arbeiten und uns irgendwann dann auch belohnen, jetzt war es das zweite Spiel in Folge, dass wir gut spielen und uns nicht belohnen, das natürlich schmerzhaft. Das glaube ich. Jens, die Jungs haben es wieder spannend gemacht, also Matti hat es auch schon angesprochen, das war auch ein Spiel auf Augenhöhe, war ausgeglichen, aber Dormagen hat es auch gut gemacht, hat sich immer wieder zurückgekämpft. Was ist dein Fazit zum Spiel? Was war am Ende ausschlaggebend? Erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, ausschlaggebend waren, glaube ich, ein paar gute Aktionen, die wir hinten raus machen. Ob Simon, der ein paar Bälle hält, Jona, der ein Zeitspieler, 2 Dinger da reinhaut und ein paar wichtige Akzente dann hinten raussetzt. Vielleicht auch die Ruhe von Felix, also kamen, glaube ich, ein paar Dinge zusammen. Ich muss sagen, ich war in den letzten Wochen immer wieder sehr zufrieden, wenn wir auch die engen Spiele gespielt haben. Heute, glaube ich, machen wir es unnötig eng. Also das wir sind ja zu 100%ig reingekommen, das war eng, so 10-9 und irgendwie nie so richtig weg. Aber ich glaube, beim 14-10, 15-11, da brauchen wir einfach noch kurz ein bisschen Ruhe, noch ein paar Minuten, um vielleicht nicht mit 4 in die Halbzeit reinzugehen, vielleicht sogar mit 5, so gehen wir nur mit einem in die Halbzeit rein. Und dann ist es eng und dann hat sich Dormagen schon festgebissen. Ich hatte heute echt ein mieses Gefühl, wenn ich ehrlich bin, vorm Spiel. Ich kann gar nicht sagen, warum, weil die Woche eigentlich so gut war, auch das Spiel gegen Saporosche in vielen Dingen so gut war. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht leicht, wenn man denkt, ja, jetzt kommen noch ein paar zurück und sich dann auch so ein bisschen vielleicht drauf verlässt. Und dann hat es dann doch uns richtig Probleme bereitet. Daniel macht heute wieder ein Riesenspiel. Ich glaube, waren viele Sachen da auch vernünftig. Aber ich hätte es heute ganz gerne ein bisschen souveräner gehabt. Und trotzdem bin ich in der Endphase natürlich sehr, sehr froh, wie wir diese engen Situationen dann zum wiederholten Male lösen und dann doch auch Ruhe haben und Stärke haben und die wichtigen Bälle dann auch reinschießen. Ich glaube, von links außen hatten wir heute schon ein paar Bälle zu viel liegen lassen. Aber die Endphase trifft halt Otto auch die 7 Meter, die alle wichtig sind, die alle unter Druck sind. Und das mit dem Wissen, dass man schon 3-4 Bälle hat auch liegen lassen. Deshalb muss man sagen, hinten raus in der Crunch-Time waren wir doch wieder da. Und das zeigt ja schon auch ein bisschen Qualität. Das ist jetzt 5-mal passiert oder 6-mal, wenn wir ehrlich sind. Da muss man sagen, dann können wir das offensichtlich. Gibt es Fragen? Dem ist nicht so, dann sage ich danke euch beiden, euch eine gute Heimreise und bis bald. Und auch dir danke, für den HBW geht's weiter in Wetzlar, im Pokal und dann in der Liga in Rostock. Danke.